Zack, Feldkanone deaktiviert. Den drücken wir durch. Komm, gönn! Nein! Sie waren zu lange auf Klo. Ja, kurz geredet. Ach, scheiße. Die Karte, ja moin. Stormtroopers ready. Moving. Attention. Der Lemon Pie ist, glaube ich, ziemlich gut, oder? Deswegen werden wir jetzt gleich offensiv und sichern uns lieber das da vorne. Das ist nämlich eine wichtige Ressourcenlokation. Mhm, er holt sich nämlich auch direkt die Granate und bekommt sie vor mir, was schon mal überhaupt nicht gut ist. Hier ist der Engineer-Trupp schon unterwegs. Ja, den müssen wir abziehen, das weiß ich jetzt schon. Das ist natürlich extrem gut. Sehr gut, wie das. Oh, das war schon wieder eine Öffnungstat von mir. Da habe ich uns gleich mal zwei Ölkisten gesichert, Mr. Hockinator. Ich hoffe, Sie sind stolz auf mich. Hier gleich mal einnehmen. Hier unter Druck setzen. Ja, sehr. Supi. So, jetzt haben wir hier den High Ground. Ah, das war Premium. Das Öl baue ich dann irgendwann mal aus. Gibt's da irgendwo was zum Verstecken? Nee, dann sichern wir uns lieber die Ressourcenkiste. Ach, wir spielen Drop Zone, ja moin. Oh, wieso schießt denn der nicht? Naja, zurück. Öl wollte ich ausbauen. Öl ausbauen und Eisen ausbauen, weil die haben ja beide auf fette Reserve 2. Das ist halt wieder die todesgute Kombi, was wir da fahren. Okay, er macht's gut. Wir gehen aber dann tatsächlich direkt auf den Workshop. Hier schinde ich auch noch Zeit. Ich habe doch am Anfang zwei Ölkisten mehr gesammelt wie der Gegner. Wieso haben wir immer noch nicht genügend Öl? Okay, das ist schon gut. Wir haben dafür schon unsere Pumpen ausgebaut. Das ist auch gut. Workshop ist im Bau. Das ist sehr gut, was hier passiert. Den Airdrop bekommt er erstmal nicht. Bin zurück, hat sich etwas gezogen. Alles gut, sie haben nicht allzu viel verpasst, TLK, weil dann doch ein paar langweilige Spielchen dabei waren. Aber jetzt wird's wild. Oh, aber kann ich da runterschießen, die Kanone, oder ist die dann durch den... habe ich mir fast gedacht, dass die nicht immer treffen wird. Ah, das sind drei Truppen von ihm. Ja gut, da müssen wir sofort ein Retreat an... Okay, der andere macht dann Infantry-Spam, was nicht ganz so geil ist. Da müssen wir vielleicht einen Grimbart rufen. Oder einen Gunther, ich weiß es noch nicht. Gunther oder Grimbart? Eigentlich würde Grimbart mehr Sinn machen. Also er wird viel effizienter. Ja, da holen wir uns ein Grimbart. Schade. Hast wahrscheinlich noch ein paar Tankkessel voll gemacht, TLK, oder? Wir holen uns ein Grimbart. Dann ist das Problem beiseite. Grimmy, let's go. Grimmy only, please.
Ist nur noch ein Tag, dann muss er nicht mehr aus dem Haus, der Phoenix. Sehr gut. Oh shit. Ja, Lemon Pie ist gut. Aber ich habe ja einen Hokinata am Nacken. Ah, oh, nicht, dieses unfair. Auf meine ausgebauten Ressourcenpunkte gehen. Ja. Ich habe es mit drei Truppen hier einfach. Alter. Ey, komm, kann der jetzt noch nicht reinlaufen, oder? Jetzt hat der schon eine Fellkanone. Ja, okay, komm. Wo ist der Gunther? Da hat der Retreat-Button auch nicht ganz so gut funktioniert. So, time to shine für Mr. Gunny. Da hat er. Ah, diese alten Infanterie-Spamarinos. Den drücken wir durch. Komm, nein! Ich gut sie. So knapp. Gut, dass ich einen Hokinata im Team hatte, der das gerade regelt, gegen diesen Infantry-Spam, sonst würde ich ja all das sehen. Aber die haben auch schon, okay, Ressourcen haben sie gleich viel ausgebaut. Ja, dann wieder vom Grimbord weglaufen, diese Angsthasen Pfeffernasen, ey. Status Report. How can I help? Show me. Aber leider bin ich zu gut. Aber leider bin ich einfach zu gut. Ja. Ja. So, und nicht, hol doch mal eine Stiefmutter, diese Tech bestimmt wieder im Trockenen fest. Was? Ja, meine, ja. Wir könnten eigentlich einen Gunther auch mal healen, aber gut. Zack, Feldkanone deaktiviert. Also, jetzt haben wir die Wölfe, jetzt dachte ich schon, ja moin. Zack. Der Hokinata steht schon wieder in der Tür beim anderen. Übelst Belagerungs-Action am Start.
Hier wird repariert. Der ist auf Abruf, der Trupp, wo er halt gebraucht wird. Da rasieren wir ihm auch einen weg, weil ich einfach... Ah, outgeplayed einfach. So schlau von mir. Ja, dann William und an Isegrimmels auf dem Feld. Das ist jetzt ein bisschen beängstigend. Dann wird es Zeit für Mr. Wotan. Habt 2 gegen 3 Truppen so stark gespielt. So, und jetzt wird mit diesem mobilen Einsatztrupp der Druck oben verschärft. So, der wird jetzt gejagt bis in die Hölle. Wieso hat der Gunther Kuhn aktuell nicht... Ah, der William kennt uns aber nicht davon, oder? Da haben wir auch wieder outplayed. Okay, da können wir uns natürlich von hinten. Da müsste diese böse Grimm. Zack, zerab, haben wir schon. Wir brauchen mehr Engies, oder? Aber es macht Spaß, hier. Field kennen. Ah, ich weiß nicht, diesmal zu träge irgendwie gerade. Leute, ich hab doch jetzt einen Mr. Isegrimm stehen. Ah, das ist ein Hawkey, sein Wotan, ja, lul. Der Hawkey hat einfach schon wieder komplett rasiert. Bester Mann einfach, dieser Hawken. Nator. Da wird der William repariert, ich sehe. Oh, da kommt der böse, böse William. Da können. Da zwickt die Sexuni Zange zu.
war, also Lemon Pie ist ein guter, das merkt man schon. Der hat ordentlich gut seine Infanteristen hier geregelt und so. Aber der Hawkinator einfach oben in Cardia wieder dominant. Terren eh und je. GG. GG, Mr. Hawkinator.